Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Quantum Rush. Quantum Rush ist ein noch nicht unbedingt so groß bekanntes Spiel. Wie gesagt, muss ich hier gerade wirklich mal nebenbei sagen. Es ist noch in der Closed Beta. Ich habe die Erlaubnis der Entwickler bekommen, diese Let's Play-Reihe zu drehen. Und wie gesagt, mit der Anmerkung, das Spiel ist in der Closed Beta. Wenn ihr das Spiel auch spielen wollt, wenn ihr auch dabei sein wollt, dann kann ich, dann könnt ihr mir gerne etwas schicken, dann könnt ihr mir gerne auf meine E-Mail etwas schicken. Die schreibe ich unten in die Beschreibung rein. Könnt ihr mir gerne eure Werbung schicken. Ich leite diese dann ans Team weiter. Wäre schön, wenn ihr dann noch von euch selber eine E-Mail oder so dranhängt, sodass sich das Team der Game Art Studios bei euch melden kann. Ja, aber wir wollen jetzt mal beginnen. Ich zeige euch erstmal hier so ein bisschen was. Das ist so das generelle Feld, das Hauptmenü. Hier sieht man, viele Spieler online sind. Ich sehe im Moment auch nicht viele. Klar, das ist Closed Beta. Hier ist es viel auswählen. Es gibt auch verschiedene Channel. Ich habe auch verschiedene Sprachen. Ich nehme natürlich Deutsch. Ist klar, ich bin ein Deutscher. So, hier ist meine Freundesliste. Der Name und auch die online sind. Irgendeine Nachricht reinschreiben, dann kommt rein. So, was seht ihr? Hier, so sieht die Chatnachricht aus. Hier, das sind Credits, das ist halt das normale Geld. Forschungspunkte, die benötigt man, um forschen zu können. Ja, ist klar. Ja, Forschungspunkte, sonst würden sie nicht verheißen. Das hier sind die Coins. Ja, ich weiß, sie klingen ein bisschen merkwürdig. Ich finde, über den Namen könnte man sich auch noch mal ein bisschen Gedanken machen. Coins ist so einzigartig, aber klingt ein bisschen merkwürdig. Das ist halt das Spezialgeld, wie es sonst irgendwie heißt, Gems, Diamanten, Goldmünzen, wie auch immer. Das ist halt das Geld, das du nur selten findest oder halt bekommst. Und du das normal kaufen kannst. So. Hier halt Hauptmenü. Über den Hauptmenü das eigentliche Hauptmenü. Das ist ja nur das normale Display, wo ich mal alles zugreifen kann. Hier ist der Highscore. Statistiken, das ist schlimm, wenn es Deadpool ist. Vergleiche 3, 5, 4, 1. Hier sind die Stats. So, hier geht's zur Forschung. Hier sieht man die Schiffe, die man kaufen kann. Hier gibt es eine Detailansicht. Über alles. Sieht ganz gut, dass man hier alles so gut sehen kann. Wenn man auf das Schiff raufklickt, öffnet sich hier so ein Fenster. Und da kann man die verschiedenen Punkte auswählen, um sie zu erforschen. Dann will ich mal ein bisschen überspringen, ist da. Jetzt sind verschiedene Bäume. Dietro. Da wird auf die Schnelligkeit konzentriert. Ionen. Die haben am meisten Energie und Schild. Hier, Nano, Elche, eine gute Aerodynamik, das ist das Handling,
natürlich auch jeden Gleiter beliebig ändern. Der Partner und so weiter. Ist alles möglich. Also viele drei Gleiter. Ich kann Stellplätze kaufen, neue. Ich kann ihn drehen und hier kann man den Gleiter ausbauen, falls man irgendwelche Teile bekommen hat, gekauft hat oder irgendwie freigeschaltet hat, kann man hier ändern. Natürlich kann man jeden konfigurieren. So, geht aber einfach mal ins eigentliche Spiel rein, was ich auch im Feedback gesagt habe. Hier ist wirklich großartig, wenn man das im Trainingsmodus eingebaut wird, wo man ganz allein auf der Strecke ist, wo man gut üben kann. Ich zeig's euch einfach mal. Geh hier mal, geh mal zum Flughafen, da war ich noch nicht. Training starten. Ja, dass ihr das eigentliche Spiel mal kennenlernt. Hier sind die ganzen, ist die ganze Steuerung zu sehen. Natürlich kann man auch Controller anschließen, was auch immer für einen Controller man anschließen will. Man kann sogar ein Lenkrad anschließen, wenn man das machen will, würde ich aber nicht empfehlen, da das je nach Lenkrad die ja das nicht so gut zu steuern ist, dann das Lenkrad ist dem Lenkrad die Empfindlichkeit fehlt. Das Gute hier ist, dass man hat noch so alte Bremsen an der Seite, weshalb man die dann ein bisschen besser steuern kann, wenn man schwieriger bekommt, dass man dann so ein bisschen die Bremse treten kann, sodass die Bremse unterstützend wirkt. Extras, wie ihr da oben seht, die Armor, die Energy, halt Energie, natürlich kann das Ding auch überlasten, schießen, okay, wenn ich schieße, überlastet ist, schieße, dann überlastet das Schiff. Zeit. Ja, das sind jetzt so die Seilgegenstände. Geschwindigkeit. Wenn man bedenkt, es ist noch recht langsam. Das Ding ist noch recht langsam. Da muss das Handling gut sein, wenn man einen ganz dicken Schiff bestellt. Und dann noch jederzeit die gesamte Runde, Runde und letzte Runde. Damit versehe ich mich. Selbst irgendwie zerstört. Kann ich Bewegung schämen. So, gibt hier auch überall so Energie Böden, über denen man Energie sammeln kann, wenn man hat Energie man hat. Vor allem am Anfang verliert man sehr schnell Energie. Dosen, sag ich jetzt mal. Also die Akkus von den Raumschiffen sind nicht unbedingt ja, die besten, sagen wir mal. Von daher sollte man auch so Stellen immer abgeben, wo man dann die Energie aufladen kann. Man kann es natürlich immer schwierig. Das ist vielleicht ein bisschen zu schwierig, also am Camping kann noch ein bisschen drin, ein bisschen besser machen. Das ist ein Hinweis an die Entwickler. Wenn die Entwickler das Handling noch, bitte noch ein bisschen besser machen.
vielleicht auch die generelle anfängliche Tastensteuerung ein bisschen überlegen, weil man ist so ein bisschen mit den Tasten eingequetscht. Und mit den, den Lenkrädern, weil einige ja sicher auch mit Lenkrädern spielen wollen. Gehe ich mal stark davon aus, dass es hier genug geben wird, die mit Lenkrädern spielen, die auch mit Lenkrädern so ein Spiele spielen. Und was man dann so dass man zum Beispiel die Empfindlichkeit einstellen kann. Das wäre sehr gut. Weil wenn die Empfindlichkeit vorgegeben ist, wenn eine bestimmte Lenkradempfindlichkeit vorgegeben ist, dann dann stimmt die oft nicht so, wie man es am besten haben will. Weil jeder ist ja eine andere Empfindlichkeit gewöhnt. Und das wäre dann schon ziemlich blöd, wenn es eine einzige vorgegebene Empfindlichkeit für Lenkräder gibt. Sollte die Entwickler wirklich nochmal überschauen. Also für die Lenkränder, dass sie dann wieder besser, dass man dann die Empfindlichkeit einstellen kann. Für die Lenkräder, weil das wäre besonders wichtig. Für die Zukunft, wie gesagt, das ist ein Rennspiel. Quantum Rush ist ein Rennspiel. Da werden dann mit Sicherheit auch einige mit Lenkrädern das Spiel fahren wollen. Ich habe es auch schon versucht mit meinem Lenkrad. Das ging überhaupt nicht. Das Lenkrad konnte halt die Empfindlichkeit nicht einstellen und das Lenkrad hatte viel zu wenig Empfindlichkeit. War eigentlich keine Empfindlichkeit, also kaum Empfindlichkeit hatte das Lenkrad. Und ja, wirklich dran tun kannst du daran nichts. Ja, das ist dann das Blöde. Nee. Von daher, also die Steuerung war sehr, sehr schlecht mit dem Lenkrad. Und ich konnte halt so gut wie gar nicht steuern. Der hat kaum eingeschlagen, auch wenn ich im Lenkrad voll eingeschlagen habe, hat im Spiel kaum Kurve genommen. Also wie gesagt, die Empfindlichkeit für Lenkräder, das sollte man wirklich nicht mal gucken, ob man da nicht was einbaut. Wie gesagt, das werden wir sicher wieder machen wollen. Das ist ein Rennspiel und da werden einige Lenkräder benutzen, auf jeden Fall. Beliebter wird, würde ich die Entwicklung einbauen, dass man die einstellen kann. So, ich probiere jetzt einfach mal. Deathrace aus Deathrace. Das ist doch schön. Ja. Na, könnten wir den nochmal antworten? Nicht wahr, liebe Leute? Okay, dann antworten wir mal.